Karl Marx, 1818 bis 1883. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Der junge Mann, Doktor der Philosophie, der diesen Gedanken 1848 in sein Manuskript niederschreibt, ist sich der Tragweite seiner Worte kaum bewusst. Dieser Satz kennzeichnet einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie, die bis dahin nur um ihrer selbst willen betrieben wurde. Dieser Satz begründet auch das Denkgebäude, das wir heute als Marxismus bezeichnen. Karl Marx, Philosoph, Soziologe und Politiker in einer Person, hat das Bewusstsein der Menschen verändert und die Geschichte bedeutend geprägt. Er hatte die Vision einer klassenlosen Gesellschaft, in der soziale Gerechtigkeit herrscht und ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen möglich ist. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Klassengegensätze zwischen den immer ärmer werdenden Arbeitern und den immer reicher werdenden Kapitalisten enorm. Karl Marx kämpfte gegen diese Zustände sein ganzes Leben lang an. Der unbequeme Philosoph war daher für die bestehenden Monarchien der damaligen Zeit ein Revolutionär und Staatsfeind. In seinem Buch »Das Kapital« legt er ausführlich dar, wie und auf welcher Grundlage die veränderte Welt entstehen soll. Mit dieser wissenschaftlichen Analyse des Kapitalismus hatte er wie kein anderer Philosoph einen weitreichenden Einfluss auf die praktische Politik. Im Landstädtchen Trier, das damals gerade einmal 12.000 Einwohner hatte, wird Karl am 5. Mai 1818 als drittes Kind von Heinrich und Henrietta Marx geboren. Seine Eltern stammen aus alteingesessenen jüdischen Rabbinerfamilien. Sein Vater ist ein angesehener Jurist. Als der kleine Karl 6 Jahre alt ist, sieht sich der Vater gezwungen, mit der ganzen Familie zum Protestantismus zu konvertieren, als Jude unter der preußischen Obrigkeit mit ihren judenfeindlichen Gesetzen hätte er sein Amt als Justizrat sonst nicht weiterführen dürfen. Durch den Übertritt sichert er der Familie zwar einen hohen Lebensstandard und seinem Sohn eine finanziell sorglose Kindheit, innerhalb der Familie kommt es aber zu heftigen Auseinandersetzungen. Marx Großvater, der Rabbiner ist, kann die Abwendung vom jüdischen Glauben nicht verwinden. Den Streit in der Familie bekommen natürlich auch die Kinder mit, und so verwundert es nicht, dass Karl, der das Gymnasium der Stadt Trier besucht und mit 17 Jahren einen hervorragenden Abschluss macht, im Fach Religion schlechte Zensuren erhält. Er weigert sich, sich mit religiösen Themen auch nur im Entferntesten zu befassen. Schon zu seiner Schulzeit ist für Karl klar, dass er Großes in der Menschheitsgeschichte bewirken will. In einem Aufsatz schildert er, dass er sein Lebensziel nicht im Erreichen einer glänzenden gesellschaftlichen Stellung, sondern in der Arbeit für die Menschheit sieht. In Bonn beginnt Karl zunächst das Studium der Rechtswissenschaften. Er studiert in Berlin weiter und folgt dem Rat seines Vaters, zur Ablenkung vom Paragraphen Pauken zusätzlich Vorlesungen in Philosophie und Geschichte zu hören. Gern nimmt der junge Karl diesen Ratschlag an, da ihn das trockene Jurastudium anödet. Stattdessen begeistert ihn Hegels Philosophie, die sein Denken entscheidend beeinflussen wird. Als Karl, inzwischen 18 Jahre alt, in den Semesterferien nach Hause kommt, verliebt er sich unsterblich in Jenny von Westfalen. Sie ist die Tochter eines mit der Familie befreundeten Barons. Auch Jenny empfindet tiefe Zuneigung zu Karl. Doch weder seine noch ihre Familie sind mit der Verbindung einverstanden. Denn wer ist Karl schon? Ein einfacher Student, dem tausend Dinge durch den Kopf gehen. Als er sich im folgenden Jahr dennoch heimlich mit der viel umworbenen Jenny verlobt, kommt es zum Eklat mit seinem Vater. Wie kann ein Student mit der Verlobung eine bürgerliche Verpflichtung eingehen, die er nicht im geringsten erfüllen kann, noch dazu mit einer Frau aus einer angesehenen und einflussreichen Adelsfamilie? Karl ist tief verletzt. Diesen Konflikt mit dem Vater kann er allerdings nicht mehr lösen.
Der Vater stirbt im Frühjahr 1838. Das intensiv betriebene Philosophiestudium, in dem sich Marx neben Hegel auch mit der spätgriechischen Philosophie auseinandersetzt, schließt er mit 23 Jahren in Jena mit der Doktorarbeit über den antiken Materialismus ab. Im Weltverständnis des antiken Materialismus besitzt die Materie größere Bedeutung als der Geist. Diese Auffassung teilt Marx und entwickelt daraus den historischen Materialismus. Hier bestimmen die materiellen Lebensbedingungen in einer Gesellschaft sogar das Denken und das Bewusstsein der Menschen und sind somit für die Entwicklung der Geschichte ausschlaggebend. Marx genießt durch seinen philosophischen Verstand in seinem Umfeld großes Ansehen. Ein Freund beschreibt ihn in einem Brief folgendermaßen: Du kannst dich darauf gefasst machen, den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden Philosophen kennenzulernen. Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann, der der mittelalterlichen Religion und Politik den letzten Stoß versetzen wird. Denke dir Rousseau, Voltaire, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt. Leider wird ihm an der Universität dennoch keine wissenschaftliche Stelle angeboten, und so beginnt Marx seine Berufslaufbahn bei der Rheinischen Zeitung als Redakteur. Durch die journalistische Tätigkeit erfährt er von den Lebensumständen der Arbeiter. Sie verrichten in den neu entstehenden Fabriken schwere und monotone Tätigkeiten und arbeiten bis zu 14 Stunden am Tag. Selbst Schwangere müssen weiterarbeiten, um mit ihren Familien überleben zu können. Das führt zu unbeschreiblich schlimmen sozialen Verhältnissen. Karl Marx ist über diese Ausbeutung durch die Kapitalisten wütend und empört. Seine sozialkritische Phase beginnt. In der Auseinandersetzung um eine gerechte Staatsordnung studiert Marx zahlreiche Gesellschaftstheorien. Ging sein Lehrer Hegel in seiner Staatsphilosophie noch davon aus, dass die Kraft, die die Geschichte vorantreibt, in einem Weltgeist ihren Ursprung hat, so stellt sich für Marx die Entwicklung der Geschichte genau umgekehrt dar. Seine These lautet: Ausschlaggebend für die Geschichte sind die Veränderungen der materiellen Lebensbedingungen. Denn die sind es, die das Denken und das Bewusstsein der Menschen bestimmen. Marx hat die Vision von einem Staat, der es den Menschen ermöglicht, in Freiheit eine erfüllende Arbeit auszuüben. Dadurch soll jeder gut und ohne Not leben können. Unter diesen optimalen Bedingungen würde seiner Meinung nach der Verlauf der Geschichte ganz anders aussehen als unter schlechten materiellen Lebensbedingungen. Marx setzt damit der Zeit der großen philosophischen Systeme, wie sie bis Hegel erstellt wurden, ein Ende. Für ihn muss sich Philosophie mit der wirklichen Welt beschäftigen und demnach eine Handlungsphilosophie sein.